Grüße, what's up, ladies and gentlemen. Ich mach mal ein bisschen lauter. So, ich hoffe, ihr hört mich jetzt lauter. Ich hoffe, ihr hört mich jetzt besser. In den Aufnahmen ist mir aufgefallen, es könnte ein bisschen lauter sein. Aber ich bin mir nicht sicher, wie ich das Programm einstellen soll. Eure Meinung dazu mal bitte ab in die Kommentare. Wir spielen wieder Chernobylite. Und ich habe was herausgefunden. Seht ihr links? Wir haben 4 von 4 Fakten und 6 von 7 Hinweise. Und angeblich reicht das, um eine Simulation zu starten. Zumindest wird mir das jedes Mal gesagt, wenn ich versuche, ins Bett zu gehen. Auf der Tafel hast du genug Hinweise für eine Simulation eines vergangenen Ereignisses. Und ich dachte, das machen wir jetzt mal zusammen. Und wenn wir noch Zeit haben, dann machen wir noch eine Mission. Okay, also gucken wir uns das doch mal an. Simulation starten. Virtuelle Realität anzutauchen versetzt dich in einen traumähnlichen Zustand. Es wird dich die ganze Nacht kosten, die Geheimnisse der Vergangenheit aufzudecken. Bist du sicher, dass du den Abend abschließen willst? Ja, ich glaube, ich muss. Das machen wir aber nach dem Intro. Und wenn du das sehen willst und mehr solche Videos, dann bleib dem Kanal treu. Lass mir ein Abo da und vergiss dein Like nicht. Wenn du mich wirklich unterstützen möchtest und bald, wirklich schon sehr bald, den ausgebauten Mitgliedsbereich benutzen möchtest, dann wäre es schön, wenn du jetzt schon Mitglied wirst. So kriegst du, sobald das Ganze startet, quasi deine ersten Premium-Zugänge. Wir werden einen Discord-Server irgendwann auf jeden Fall wieder haben. Dort wirst du Sonderrechte bekommen und wenn dir jetzt schon die Möglichkeiten gefallen, die dir der Kanal bietet, dann solltest du auf jeden Fall Mitglied werden, um als allererster schon davon zu profitieren. Du wirst hinterher Merch bekommen, du wirst Discord bekommen und definitiv wirst du noch ein paar andere Sachen bekommen, die dir gefallen. Zudem wirst du exklusive Community-Videos kriegen, die nur im Mitgliedsbereich vorhanden sein werden. Definitiv, ja. Zudem Sonderrechte auf dem Server. Mach dir also Gedanken und sorg dafür, dass wir das Ganze bald durchziehen können. Also, ich war noch nie in der Ukraine. Leider. Aktuell will ich da auch nicht hin, aber... Ich bin mir nicht sicher, aber... Euer Himmel, Jungs, Mädels. Sieht schon ein bisschen komisch aus, aber gut. Ich meine, nein, was sag ich jetzt hier über Landesgestaltung? Tanya, and wait, is that Boris? Hallo, Boris. Beautiful, isn't it? Igor gave it to me for my birthday. He's such a cute dork. It's from Leningrad. He's so sweet. A tiny dancer? That's all he sees you as, huh? He doesn't really understand you like I do. If you'd only give us a chance, Tanya. Oh boy. Oh boy. Jetzt wird's aber hier eine Story, ey. Okay, hier noch was drin oder müssen wir weitergehen? Nope, hier ist zu. Alles klar. Wird mich die ganze Nacht kosten. Heißt das, bin ich ausgeschlafen? Oh. Boris, die beiden Turteltauben. Please don't make me go through this again. Don't destroy our friendship. You don't need to worry about that. I will always be your best friend, but I can't forget that evening when we were at the Silver Lake in Gatchina. And you said... We had our moment, but it's in the past now. Please, just don't. Ura, was erkennen wir hier für Zeiten, ha? Was erkennen wir hier für Tatsachen? Wollen wir Tatjana überhaupt noch retten, ja. If that's what you really want... But you're making a mistake, Tanya. Igor is too buried in his books. Guck mal, da steht Tanya. Und das nächste Mal, wer der Name ist, der spricht. Perfect little Slavic woman, fragile, supportive, and obedient. You're not yourself around him, Tanya. Afraid of overshadowing his accomplishments, scared of driving him away. Moment. Okay, aber gleich. Gleich guck mal auf den Namen, wer dann spricht, wenn sie antwortet. With me, you would never have to pretend. Never have to be someone you're not. I've never been more myself than when I'm with Igor. Don't try to get into my head, Boris. I've made my choice. You need to accept that. I'm really sorry if I hurt you. I regret that. Und so, dann Kaffee. Let's just finish our tea. I need to be back home by 5. What? I remember the music box. It was from Leningrad. But Boris? Was he making a pass at Tanya? I trusted that son of a bitch. Yeah, never trust the best friend, never ever do. Yep, fällst du mit auf die Fresse. Was war, wetten wir hätten noch mehr gehört? Aber wir haben einen Hinweis noch nicht gehabt. Ob das wichtig ist? Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir uns gerade ein alternatives Ende verbockt. Ich habe keine Ahnung. Alright. Schach. Schön. Oh, das ist ein schönes Bild. Wisst ihr was? Das Bild ist so schön, ungelogen. Ich mache mir jetzt ein
Foto von auf meinem Handy und gucke mal, ob ich das im Real Life finde. Ich glaube, das werde ich mir kaufen. Das kommt dann in meine Games Collection. That was a great idea with the music box, Comrade Major. Boris was talking to the KGB? I should have seen it. He was always so overly ambitious. Yes, I'm positive. She's about to blow the lid off the whole thing. And with her affiliations, there's no telling how long it'll be before the Western press gets wind of the Duga project. Okay. Hätten wir den gesehen, wenn wir den Hinweis gefunden hätten? So I recommend that you move fast, Comrade Major. We need to make sure that our work continues without distraction. She's a dangerous dissident and needs to be put away. As for Kiminyuk, we need him so our work can continue. He's not involved in Amalieva's machinations. He's quite naive. He's what Comrade Lenin would call a useful idiot. Except he also happens to be a brilliant scientist, of course. Thank you, Boris. It's good to know that you always had my back and that you were involved in the plot to kidnap Tatiana. Oh, da gibt's ein Buch. The Plot to Kill Putin. Kann ich euch nur empfehlen. Ist gerade jetzt aktuell. Könnte vielleicht helfen, die Situation zu lösen. Meine noch. Okay, zurück im Café. Ich sehe sie schon. Wie gesagt, mir macht das Sorgen, dass wir einen Hinweis nicht haben. What do you want? Tatiana Amalieva, please come with us quietly. It's better if you don't make a scene, for your own sake. Aha, okay, also finden wir im Café vielleicht noch Hinweise. What's all this about? Who are you? The better question is, who are you, Tatiana Femina Amalieva? Your father would be ashamed of you. Or does he know that you're plotting to betray your own motherland? Perhaps he's in on it too. Hui! Ach, da hinten. Sorry, dass ich gar nicht rede. Ich will euch die Geschichte nicht zerstören. I have no idea what you're talking about. We'll see about that. We're gonna have a nice, long chat, Amalieva. As it is, we've got a mutual friend, Amalieva. Boris told us all about you. Wäre es wohl genauso gekommen, wenn sie mit ihm durchgebrannt wäre? Wahrscheinlich nicht. Aber wenn das kein verletzter Männerstolz war, dann weiß ich es jetzt aber auch nicht. Ihm gebe ich das Gefühl, wir müssen auch noch da unten. Boy, oh boy. No, he would never. The party has done so much for you, and this is how you repay us. You've got your head filled with this Western nonsense. Yes, yes. We've seen your contraband. This garbage. It makes me sick. You're not happy being a proper Soviet woman, eh? You've grown tired of pretending? Well, the game is over. Time to show your true face. You're a reactionist and a provocateur, ready to sell your country's secrets to the CIA. Ja, ganz ehrlich, ich hätte es genauso gemacht. Deutlich besser als das damalige Russia. What you're talking about. Please, let me go. What would your fiancé Igor have to say about this, hmm? He's such a good comrade. When he hears of this, he will despise you. If you continue to resist, we'll pay a visit to your family in Murmansk. Don't make us do that. The drive always puts me in a foul mood. Please, no, don't. I'll come willingly. Good girl. Good girl. Okay. Ich bin mir nicht sicher, ob uns das nicht nur gerade nichts hilft, sondern alles nur noch schlimmer macht. What are you doing? Get away from me! Don't touch me! Leave me alone! Ist sie irgendwo hier drin, please, oder? I can't take it anymore. Du musst, Bro. Lord, have mercy! Kill me, please! Kill me! Habe ich da gerade irgendwas verpasst oder so? Irgendeine Szenerie? Ich wollte euch einfach nur nichts vorenthalten. Ich hoffe, das habe ich nicht getan. Wie gesagt, ich denke ein... Boris was jealous of me and Tanya? And when she turned him down, he got back at her by informing on her to the KGB. That goddamn rat. I trusted him. Oh, good. God. I knew she hated this system. Oh! Exposing state secrets to the Western press? Can that even be true? It could be. I don't know what to believe anymore.
In der ersten Folge, nein, in der zweiten Folge, als der schwarze Stalker auftauchte, hat er Anton getötet, ist durch ein Wurmloch gegangen, ging auf uns zu und kniete sich hin, um das Foto aufzuheben. Und ich habe noch in der zweiten Folge gefragt, warum macht er das? Der schwarze Stalker ist Boris! Oh boy, ich hab's gelöst und wetten, am Ende des Spiels kommt genau das raus. Ha? Notiert euch das, was ich gerade gesagt habe. Es ist Boris. Komm hier runter. Oh, okay. Ich frage mich wirklich, ob dieser eine Hinweis jetzt noch etwas geändert hätte. Irgendetwas noch. Oh boy. Okay, jetzt bin ich doch todesmüde, oder? Okay, hier ist wieder ein anderer. Nope. Okay. Findet ihr nicht auch, da steht ein bisschen dämlich? Ja. Igor, I need a minute. What's going on? Something's up. NAR is being really active on the radio. They're looking for someone, supposedly a traitor and a thief. I managed to pinpoint the location. It's Kopachi, the village near the Pripyat River. This could be our ticket into the power plant. This person might know something important or have access to useful gear. What do you think he could know? Passwords, credentials, uniforms, even rations. And it should be a fairly straightforward mission. If you're smart and fast, you won't even have to mix it up with NAR. You're right. This could be important. We should at least have a friendly chat with this so-called traitor. I'm glad you see my point. It's in Kopachi. You can't miss it. Dude, wir reisen durch ein Wurmloch. Ich bin mir fast sicher, dass wir irgendwas davon vermasseln können. Wir haben 3 von 5, wir haben kein Werkzeug, wir haben eine einzige Ermittlung durchgeführt. Also ich bin mir sicher, da kommen noch ein paar Erinnerungen. Oh boy, was geht denn jetzt ab? Ach ja, den Verräter, den schnappen wir uns. Monsterjagd und Monsterjagd. Das schafft er zu 99%. Er schafft das zu 99%, der schafft das zu 88%. Und ich würde sagen... Warte mal, wir gucken mal, was brauchen wir denn? Essen? Nee, Essen haben wir genug. Ach, weißt du was, dann soll der Munition holen. Da ist Sashko eigentlich ganz gut drin, glaube ich. Okay, es sind schon 13 Minuten. Boy, oh boy. Tja, dann würde ich sagen, wir starten mal die Mission. Und nochmal sehen, wie es weitergeht. Okay. Ist das weit weg von mir? Tja, also komm, wir machen erstmal direkt das. Und wenn wir Glück haben, dann können wir das sogar noch zusammen machen. Dann muss ich das hier nicht alles alleine machen. Aber ich befürchte, es wird maximal noch diese Mission. Und ich glaube nicht, dass ich dann noch so die Nebendinger mit euch mache. Oder zumindest nicht in dieser Folge. Weil ich denke, sonst wird es einfach zu lang. Das will ich euch nicht antun. Und mir übrigens auch. Ja, Mann, ihr wisst nicht, wann ich das, wie flur ich das aufnehme und wie meine Umgebung gerade ist. Glaubt mir, ihr würdet es auch nicht wollen. Okay. Ich dachte, vielleicht ist irgendwas Nützliches hier. Außer das, was auch immer das ist. Oh, okay. Vielleicht sollten wir dann doch mal wieder, oder auch nicht. Doch, jetzt mal wieder hochgehen. Look sharp, this asshole's gotta be around here somewhere. Eyes open. I don't need any more shit from Kozlov. I know, damn Samichels. Nothing but thieves, drifters and lunatics. Right, lunatics. What sane person would choose to live in this irradiated wilderness? We asked them nicely to leave, yet they're still fucking resisting. Hey, you're right. I wouldn't be here either, but they pay better than the army. They must be looking for our mystery guy. Markiert das wirklich nicht? Nope. Okay, also wie schalten wir sie am besten aus? So, dass es halbwegs gechillt abläuft. So circa wäre mein Vorschlag. Ist aber nur ein Vorschlag. Müssen wir nicht so machen. Ihr könnt ja mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie wir das besser hätten lösen können. Das Einzige, was ich wahrscheinlich dann schreiben würde, jetzt persönlich über mich als Feedback. Erstens, verdammt gut geschossen, alles Headshots, ziemlich gut.
Aber nächstes Mal ein bisschen schneller, bitte. Das wäre so mein Feedback. Okay. Oh. Wo haben wir denn jetzt unseren Traitor-Guy? Irgendwie hatte ich die ganze Zeit schon das Gefühl, dass hier irgendwas nicht mehr stimmt. Hey, don't hurt me. Sorry. I'm unarmed. Hands where I can see them. I take it you're the traitor everyone's so anxious to find. What? Where did you get that? I know traitor. I was never even with the NAR. You'll have to be a lot more convincing than that. Those spooks really want to find you. Your face is all over the radio. All right, all right. I used to trade with some of the grunts sometimes. Ah, kein Traitor? Trader. Got confused about how trading works. They tried to rip me off. And... And what? One thing led to another, and you understand. I took a few little items to balance the account. Obviously, they didn't want the brass to find out about their little side hustle, so they cooked up this yarn about a traitor. Interesting. Yeah, but not nearly as interesting as you, my friend. You're new to the zone, right? You've been staying in Mikhail's warehouse. I wonder what you're up to. How did you know that? I need to go now. They're probably worried about me. Who's they? Sorry, I can't tell you that. Please step aside. I'm going now. No, you're not. We have no idea who this guy is, Igor. We turn him loose, he could run straight back to NAR and trade our lives for their forgiveness or some other kind of deal. Don't you even think about letting him go. At least not before combing through his stuff. Sorry, but I don't like your story. Why don't you tell me who you really are? And let's take a little look-see in your bag while we're at it. Who I am is none of your bloody business, and I'm not showing you shit. We're both in a tough spot here. Maybe you're just a hustler, or maybe you're a spy. I can't just let you walk away. Yeah, looks like we're in a bind, all right. Ball's in your court, asshole. Uh-oh. Ich weiß, das hätte ich nicht tun sollen. Aber... I really am sorry, but I can't take any chances. Wisst ihr, was wir jetzt mal machen könnten? Ich möchte gerne ein alternatives Ende zu so etwas sehen, wenn ich die Chance bekäme. Und wir konnten jetzt auch nicht wirklich irgendwie was durchsuchen, ne? Das, an sich finde ich das gerade total komisch. Also, er sagt... Ja, lass mich mal einen Blick in die Sachen werfen. Ah, nee, mach ich nicht. Okay. Gut, macht er nicht. Und... warte mal, ist es gut, wenn wir auf nur Olivier hören? Ich meine... tough choice. Tough choice. Guck mal, hier war es ja immer blockiert. Wisst ihr noch? Tja, ich weiß nicht, also... ich bin gerade überlegen, ob es nicht klug wäre, nochmal zu laden, quasi. Ja? Und das alternative Ende zu sehen und dann zu entscheiden, was wir haben wollen. Und ganz ehrlich, ich glaube, das mache ich jetzt auch mal. Okay, also passt auf. Wir lassen ihn leben, weil wir dir ja gesagt haben, wir machen die andere Choice und ich werde dann damit d'accord gehen. Würde uns das irgendwann nicht mehr passen, dann werden wir das Ganze revidieren, okay? Ich habe jetzt so ein Gefühl, dass das gut ist, wenn wir den leben lassen. Just another stalker trying to make it in the zone, eh? Yeah, yeah. Ich weiß, das passt Olivier überhaupt nicht. Aber ich habe da so ein Bauchgefühl. Nein, ich habe da wirklich so ein Bauchgefühl. Und... bei sowas könnt ihr euch wirklich auf mich verlassen. Also... the heck? So leicht geht das? Also eben war das offen. Naja, also ich glaube nicht, dass wir ihn das letzte Mal gesehen haben. Für mich wirkt das irgendwie so eine... nenn das wirklich eine Instinktantwort, doch. Ich habe da so ein... das wird wichtig sein, das wird in einem Leben lassen, weil Tatjana und auch Olivier sagen beide, nee, 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 vertraue ihm nicht, töte ihn, auf jeden Fall, er muss weg. Die jagen den alle, der geht nicht zur NRA und er macht auch keinen Deal, weil so wichtig sind wir für die NRA im Moment auch noch nicht. Deswegen, vollkommen egal. Glaube ich. Vielleicht liege ich auch falsch und habe gerade unser Schicksal besiegelt. Help, please. Help.
Schon wieder einer von euch Freaks. Oh boy. Was macht ihr denn immer alle, hä? Nein. Ist das so? Hey, das fände ich jetzt aber ehrlich gesagt nicht schön. Moment mal, wie konnte eigentlich gerade ein Toter mit mir reden? Ich meine noch. Ich frage für einen Freund. Oh ja, okay. Also, damit das Ganze hier nicht zu lang wird. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid mit meiner Entscheidung letzten Endes doch in D'accord gegangen. Ist irgendwie nicht mein Spielstil, den einfach so abzumurksen auf bloße, naja, Vermutung hin. Das widerspricht meinem... Ja, das widerspricht nicht nur meinem Ego. Das widerspricht so ziemlich allem. Aber irgendwie, wie gesagt, Bauchgefühl. Okay. Jungs, ihr habt echt ein riesen Problem. Na gut. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr könnt mir mal eure Meinung in die Kommentare schreiben. Was ihr denkt. Was? Achso, hier. Falls ihr das gerne lesen möchtet. Hier haben wir noch einen Hinweis. Ich hoffe, das ist in irgendeiner Weise relevant für euch. Nein, ich möchte die jetzt nicht vorlesen. Wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr seid in der nächsten Folge wieder dabei. Denn alleine möchte ich das hier nicht machen. Ehrlich nicht. Ihr denkt vielleicht, ja, ich spiele jetzt alleine, aber der Gedanke, dass ihr... You look so sad today, Tanya. Don't worry. It will pass. It always passes. It pains me to see you like this. Is there something I could do to make you feel better? Just be here with me. Okay. Also. On my best days, I feel I can move mountains. But on my bad days... I feel the weight of the entire world on my shoulders. Darf ich jetzt? Oder möchtest du vielleicht noch was sagen? Tatjana, Tanja? Tante Jana? Nein? Okay. Also, wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da, werdet Mitglieder, das würde mich freuen. Und ich hoffe, wir... Das ist gruselig. Ich hoffe, wir sehen uns bald wieder. Und was ich eben noch zu Ende sagen wollte, ist, ich habe das Gefühl, wenn ich mir sage, dass ihr später das Video gucken werdet, dass ich mich jetzt gerade sozusagen bei dieser Aufnahme irgendwie auch nicht so alleine fühle. Das ist gut. Es gibt Leute, die lieben Horrorspiele. Nee, ich bin keiner davon. Ich weiß, dass hier ist nicht wirklich ein gruseliges Horrorspiel und bis dato ist noch nicht wirklich irgendwas Schlimmes passiert. Und es gibt auch nicht so hardcore schlimme Monster eigentlich, was ich manchmal in anderen Horrorspielen sehe. Aber jawohl. Trotzdem... Ich weiß nicht. Es ist einfach nicht so meins. Okay? Trotzdem, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, trotz all dem, dass ihr Spaß hattet. Wir sehen uns dann, wie gesagt, beim nächsten Mal. Bis dahin, Valadoheris. Euer Wolf.